Hallo liebe Camperfreunde, wir sind hier beim Freistaat bei Sulze Moos zwischen Augsburg und München. Und jetzt sind wir hier bei Caravan Zellerer mit dem Thomas von Caravan Zellerer. Ja, hallo. Servus. Grüßt euch, Motorzeitung, Freunde. Wir haben hinter uns ein giftgrünes Gefährt, und zwar den Citroën Jumper. Richtig, Globecar. Genau. Globecar, Globescout, Elegance sehen wir jetzt hier. In der ganz, ganz besonderen Farbe Giftgrün. Ja, das ist also schon ein Highlight, wie ich finde. Das ist unser kleines grünes Monster, was wir hier stehen haben. Und den zeigen wir euch jetzt. Genau, und da haben wir auch schon die ersten Highlights außen zu entdecken. Und zwar haben wir hier recht große Felgen mit Allwetterreifen. Die gibt es dann bei euch einfach zur Verfügung hier bei Caravan Zellerer. Richtig, wir haben das gute Stück ein bisschen aufgehübscht. Mhm. Wir haben also hier Bohrbettfelgen, 18 Zoll, mit Ganzjahresreifen drauf, was also nicht nur schick aussieht, sondern auch den Komfort noch mal ein bisschen verbessert. Und ich habe natürlich auch dann die Möglichkeit, dass ich das ganze Jahr damit fahren kann. Und wenn man so Winter hatte, wie wir jetzt hatten, dann ist es also mit den Ganzjahresreifen vollkommen ausreichend. Mhm. Dadurch, dass die natürlich auch ein bisschen breiter sind, brauchen wir dann hier passende Verbreiterungen noch mit dazu, dass das Ganze selbstverständlich auch vom TÜV abgenommen werden kann. Mhm. Und dann sehen wir ansonsten eine tolle Beklebung noch hier seitlich. Die hat nur das Modell Elegance. Das passt auch, finde ich, schön zu dem Grün dazu. Das ist so eine Carbon-Optik, die also sehr, sehr schick aussieht. Und wenn wir dann so ein bisschen nach oben schauen, sehen wir auch hier eine optionale Markise, die wir natürlich euch mit anbieten können. Die kommt von Thule, meiner Meinung nach mit die besten, die wir so haben können. Und da haben wir natürlich dann schon mal eine tolle Ausstattung parat, aber da geht es dann nachher noch weiter. Und zu den Fenstern, die sind auf jeden Fall mit Rahmen. Die Rahmenfenster sind auch eine Option. Mhm. Also serienmäßig hat das Fahrzeug ganz normal aufgesetzte Fenster. Aber die Rahmenfenster sind nicht nur schicker, sondern sie sind auch dichter. Mhm. Und vor allen Dingen bei höheren Geschwindigkeiten haben wir halt weniger Windgeräusche. Ja, einfach leiser. Okay. Richtig. So, auf der Beifahrerseite haben wir auch noch den Stutzen für den Wassertank. Und ganz genau. Sonst natürlich die Auslässe für den Absorberkühlschrank. Und dann kommen wir schon ans Heck, würde ich mal sagen. Am Fahrzeugheck haben wir einen ziemlich massiven Fahrradträger für zwei Räder. Da gibt es eine Besonderheit, der ist natürlich nicht in die Karosserie geschraubt, also der ist auch wirklich abnehmbar und dadurch aber nicht geeignet für zwei E-Bikes. Da wäre er dann leicht überlastet, oder? Richtig, also wir haben eine Tragfähigkeit von ungefähr 35 Kilo und man muss eben auch noch ein bisschen aufpassen. Wir haben also hier insgesamt vier Halter, die den eben während der Fahrt, wenn er nicht beladen ist, eben halten. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, dass die hier eben auch eingehängt sind, weil ansonsten geht der hier relativ leicht runter, speziell wenn man die Tür auf und zu macht. Und das kann dann schon mal wehtun. Ja, ja, da sollte man aufpassen. Dann gucken wir einmal noch ein Stückchen weiter nach oben. Da haben wir sogar zwei Kameras. Richtig, genau. Das ist die Besonderheit. Wir haben hier die Dometic-Rückfahrkamera verbaut, die sich also A recht schön eben anschmiegt um das dritte Bremslicht drumherum. Wenn wir den Rückwärtsgang einlegen, kommt die linke Linse zum Einsatz. Die guckt nach unten. Wir sehen dann eben die Stoßstange. Mhm. Und somit können wir perfekt einparken. Die rechte Linse dient uns als digitaler Rückspiegel. Wir können nämlich mit dem Radio, den wir da zusätzlich verbaut haben, ein schöner großer 10 Zoll Sony-Radio, können wir nämlich das Display als Rückspiegel verwenden und jederzeit eben auf diese zweite Optik umschalten. Und dann sieht man auch trotz Fahrrädern und allem wirklich nach hinten noch ordentlich. Ganz genau. Dann schauen wir auch mal ins Fahrzeugheck gleich rein. Und davor kann man noch sagen, hier gibt es auf beiden Seiten Fenstern. Wenn man jetzt hier keine Räder dran hat, dann kann man die beide aufklappen. Ja gut, dann schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein, ganz genau. Eine Besonderheit haben wir gleich mal hier mit den Türen. Normalerweise mache ich die Türen jetzt so im Prinzip 90 Grad auf. Wenn ich aber jetzt mehr Platz brauche oder wenn es hinten eng wird, dann einfach genau drücken und ganz aufmachen. Dann können wir die also fast 180 Grad eben öffnen. Das Ganze geht natürlich mit beiden Türen, so wie wir das jetzt hier sehen. Hier ist begrenzt, natürlich wegen dem Fahrradträger. Ne? Okay. Hier sehe ich gerade ziemlich viel Stauraum. Gibt es da auch nochmal die Möglichkeit, vielleicht sogar Räder reinzuschmeißen? Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir die E-Bikes schon nicht hinten drauf bekommen, dann kriegen wir sie auf jeden Fall hier rein. Weil wir können einmal natürlich die Polster und auch den Lattenrost wegnehmen. Und hier hinten die Schottwand, die wir sehen, die können wir auch rausnehmen. Und zusätzlich haben wir dann im Boden hier insgesamt vier Verzurrösen. Und da geht das dann ganz easy mit dem E-Bike. Ja, super. Okay. Was wir dann hier noch sehen, das ist eben ein Zubehörteil, was jetzt zu diesem Fahrzeug dazugehört. Und zwar haben wir da dann eben vorne
nochmal eine Bettverbreiterung, sodass wir also vorne die Sitzgruppe nochmal zu einem Notbett umbauen können. Und dann haben wir hier rechts, sehe ich gerade noch, da könnte sich ein Wassertank verbergen. Richtig. Wir machen mal kurz auf, nehmen wir das mal raus hier. Dann sieht man es nämlich leichter. Hier haben wir dann die Revisionsklappe. Hier kommen wir dann auch ganz easy und ganz entspannt an den Wassertank, wenn man da mal ran muss. Was haben wir denn hier noch? Was ist denn das? Ja, das ist ein Heizungsausströmer mit einem zusätzlichen Luftverteiler, der hier drüber sitzt, damit wir eben die warme Luft, die hier rauskommt, nicht einfach nur sinnlos an die Heckklappe blasen, sondern wirklich hier schön im Schlafbereich gleichmäßig verteilen, damit es eben dann, wenn es mal frisch ist, auch nicht zu kalt wird. Ja. Zusätzlich haben wir drunter hier dann unseren Gaskasten. Da ist jetzt natürlich das Zubehör des Fahrzeugs mit drin, aber es passen 2 11 Kilo Gasflaschen rein, wie das eigentlich so üblich ist. Und man kommt auch gut ran und man hat zusätzlich eben noch mal ein bisschen extra Stauraum, der eben auch in dem Kasten noch zur Verfügung steht. Mhm. Gleichzeitig haben wir hier unten drin dann auch noch mal weitere Ausströmer für die Heizung. Und ganz am Ende hinten sehen wir dann noch die Absperrhähne eben für das Gas. In beiden Türen sind natürlich die Fenster auch verdunkelbar und wir haben wieder ein Fliegengitter davor. Ja, das sehen wir hier. Genau. Jetzt zur Fahrerseite. Wir haben die Kassette der Toilette. Das habt ihr ja schon öfter gesehen. Die verbirgt sich hier. Genau. Dann den Kamin der Truma Gasheizung und Landstrom. Und hier natürlich Diesel und AdBlue zum Einfüllen. Okay, dann schauen wir mal in den Globe Car Globe Scout Elegance rein. Und dann fällt auch gleich auf am Anfang. Wir haben eine schöne Trittstufe, die man hier rauslassen kann. So, dann Tom, komm noch mal rein, dann kann ich dir hier noch das Fliegengitter demonstrieren. Das lässt sich hier so ausziehen. Und dann haben wir eine Besonderheit beim Auto, und zwar die elektrische Zuziehhilfe. Genau. Jetzt hat man, hoffe ich, gehört, ne? Also da sitzt zusätzlich nochmal ein Elektromotor, der das letzte Stück eben die Tür ins Schloss zieht. So kann man zum Beispiel dann deutlich weniger Kraft aufwenden. Oder aber auch, wenn man in der Nacht wirklich mal raus muss. Es ist einfach ruhiger. Der Partner findet es nicht toll, weil der steht im Bett dann. Und der Nachbar findet es garantiert auch nicht lustig. Also da macht man sich dann mit der normalen Tür eigentlich keine Freunde. Ja, deswegen ist die Zuziehhilfe, finde ich, jetzt fast schon ein Muss. Ne? Ja, das ist schon ziemlich praktisch, das stimmt. Ja. Okay, dann fangen wir mal vorne im Auto an. So, wir sitzen hier vorne im Citroën Jumper und schauen uns mal das Cockpit zusammen an. Was gibt es hier zu sehen? Ja, wir sehen hier natürlich in der Mitte gleich erstmal, wir haben eine Klimaanlage verbaut, ganz klassisch, hier dann eben mit kälter, wärmer. Wir haben eine 6-Gang-Handschaltung mit verbaut. Wir haben in dem Fall jetzt 165 PS Citroën-Motor verbaut. Ganz klassisches Cockpit hier mit den Zusatzanzeigen, kleines Display hier oben, nochmal extra, sodass wir halt dann uns bestimmte Instrumente darstellen lassen können. Wir haben zusätzlich hier an einem separaten Hebel seitlich den Tempomat mit an Bord in dem Fahrzeug. Und was natürlich sofort ins Auge sticht, ist der große Bildschirm. Der Radio ist optional, den bieten wir also auf Wunsch an. Der harmoniert perfekt mit der Rückfahrkamera, die wir schon gesehen haben. Ein großer 10 Zoll Radio von der Marke Sony mit allem, was das Herz begehrt. Also da ist letztendlich alles dabei. Freisprecheinrichtung, Apple CarPlay, Android Auto, DAB Radio. Also das ist auch eine ganz feine Geschichte. Und dann sehe ich schon, wir haben hier wieder Verdunklungsoptionen von Remis. Richtig, ganz genau. Und zwar das hier auf beiden Seiten natürlich die Frontscheibe. Wie immer, das kennt ihr. Ja, ganz genau. Und auch die seitlichen Scheiben lassen sich hier verdunkeln. Ja, das ist also auch eine Option, die ist nicht immer mit serienmäßig dabei. Macht aber natürlich Sinn, braucht man in jedem Fall. Was noch zu erwähnen gilt, ist hier einmal natürlich ein USB-Anschluss und auch nochmal 12-Volt-Anschluss. Und jetzt kommt hier die Besonderheit, das kann man nämlich dazu bestellen. Wir haben hier in der Mitte nochmal ein riesiges Handschuhfach. Wir sehen dann auch hier den USB-Anschluss fürs Radio nochmal, sodass wir also dann zusätzliche Geräte, Handy, USB-Stick, ähnliches anschließen können. Bei dir, hinter dir ist eben auch nochmal ein Handschuhfach und auch oben, wie wir das schon öfters gesehen haben, hier auch nochmal ein gekühltes Fach. Und somit ist eigentlich Ablage ohne Ende vorhanden. Wunderbar.
Dann würde ich gleich mal hier oben weitermachen. Ich sehe nämlich hier sehr schöne indirekte Beleuchtung. Richtig. Und außerdem ein sehr schönes verkleidetes Material. Ja, das Fahrzeug, in dem wir hier sitzen, heißt ja Elegance und das kommt auch hier wirklich schön zur Geltung. Mhm. Wir haben also sehr, sehr viel indirekte Beleuchtung, auch hier mit dieser Blende, die also das Hickey hier umschließt, genauso auch hier an der Scheibe. Das ist also nochmal eine schöne Plexiglasblende, die hier indirekt beleuchtet ist. Und wir sehen das Ganze natürlich hier dann auch an den Schränken. Und das macht halt eine richtig schöne wohnliche Atmosphäre und passt halt sehr, sehr gut dann ins Gesamtbild rein. Wir haben hier nochmal eine separate zusätzliche Beleuchtung. Nochmal natürlich sämtliche Beleuchtungen sind mit LED. Hier kann ich dann was lesen, also die ist also sehr, sehr hell gestaltet. Mhm. Man hat auch hier dann eine Schiene, wo man also auch noch andere Sachen zusätzlich mit einhängen kann. Gibt es im Zubehör nochmal eine USB-Steckdose oder ähnliches. Aber brauchen wir eigentlich nicht wirklich, weil in dem Fall haben wir hier eine USB-Steckdose. Und wir haben hier natürlich auch eine 230-Volt-Steckdose. Mhm. Also alles, was das Herz begehrt, ist eigentlich mehr als ausreichend vorhanden. Ja. Und über uns auf jeden Fall auch nochmal Stauraum, vorne und auf beiden Seiten. Und dann haben wir noch den Tisch hier, da können wir gleich mal zeigen. Den ja, genau. Wir haben natürlich erweitern. Jetzt, wenn der Noah hier so sitzt und er würde gern auch was essen, dann wird das ein bisschen schwierig. Das können wir aber ganz leicht lösen. Wir entriegeln den Tisch und können dann hier dieses Ausdrehteil eben zusätzlich nochmal rüberklappen. Hm. Somit kann man also hier dann auch zu viert perfekt essen. Auch der Tisch lässt sich also von der Position her verschieben. Vor oder zurück und insofern ist für jeden mehr als ausreichend Platz. Vier Personen finden hier also in der Dinette super Platz. Hier haben wir unter dem Tisch noch Stauraum und zwar in zwei Fächern aufgeteilt. Ja, einmal ein kleines und hier nochmal vor meinen Füßen nochmal ein richtig großes und gleichzeitig sehen wir dann hier auch nochmal einen Heizungsausströmer und hier unten nämlich auch nochmal eine 230 Volt Steckdose. Mhm. Also wie schon gesehen, Steckdosen haben wir also hier wirklich in Hülle und Fülle. Man muss aber auch dazu sagen, das Fahrzeug hat schon einige Optionen mit drin. Mhm. Eben zum Beispiel auch das Elektropaket, was wir eben hier in den zusätzlichen Dosen sehen. So, wir haben ja hinten jetzt im Kofferraum schon diese Platte mit der Matratze dazu gesehen. Ich hatte erwähnt, da kann man ein Bett draus bauen. Mhm. Und das kann man jetzt hier nochmal zeigen. Und zwar kann ich hier den Tisch, das war jetzt die falsche Option, er muss so raus, kann ich den jetzt quasi tiefer legen, weil wir sehen da drunter nochmal eine weitere Schiene. Wir hängen den Tisch hier unten ein, dann kommt die Holzplatte eben hier komplett drauf, sodass wir den gesamten Bereich, den wir jetzt hier sehen, quasi bis zur Tür dann als Notbett nochmal umfunktionieren können. Und da kann eine Person also auch nochmal sehr bequem schlafen drauf. Jetzt sind wir hier immer noch im Sitzbereich und da kann man noch das Hickey-Fenster zeigen. Natürlich wieder Verdunkelung, Fliegengitter und das kann man hier per Kurbel auf und zu machen. Genau. Und dann haben wir hier auf der Seite nochmal gleich zwei Staufächer. Da passt noch einiges rein. Und ja, eine gemütliche Doppelsitzbank, die natürlich auch mit Gurten ausgestattet ist. Somit kann man eben zu viert fahren. Die Gurte zum Beispiel kann man erwähnen, die kann man dann, wenn man steht, natürlich hinter dem Polster verschwinden lassen, weil dann drückt einem der Verschluss jetzt nicht in den Rücken rein. Oberhalb der Tür sehen wir jetzt die Bedieneinheiten. Einmal hier klassisch von Truma das CP Plus Bedienteil und nebendran haben wir jetzt die Hauptbedienung von unserem Fahrzeug. Wir sehen natürlich hier dann sämtliche Stände, also wir können die Wasserstände abfragen, wir können unseren Batteriestatus abfragen und wir haben eben hier den Hauptschalter, damit werden dann auch die Lichter zum Beispiel komplett ein- und ausgeschaltet und alles Verbraucher eben im Fahrzeug. Und dann haben wir hier noch Stauraum über der Küche für etwaige Küchenutensilien, kleine Töpfe passen auch rein, genau. Drunter haben wir dann hier nochmal eine separate Leuchte. Am Küchenblock haben wir drei großzügige Schubladen, hier wahrscheinlich für einfach Besteck am besten und dann hat man hier noch mehr Platz, Teller und so weiter und so fort, Töpfe. Und da haben wir auch das Soft Close, das hier schön sanft schließt, aber in zügigen Rechtskurven könnte es auch mal passieren, dass diese Schubladen hier von alleine sich verselbstständigen und dann kann man hier mit diesen zwei Knöpfen das Ganze abschließen und dann sind die auch zu. Genau, und dann schauen wir uns die Küche an. Was haben wir denn hier? Da haben wir jetzt einen Zweiflammen-Kochherd und das Ganze natürlich auch mit Piezo-Zündung.
ich sag mal, in so einem relativ kleinen Fahrzeug, wir sind ja in einem 6-Meter-Fahrzeug, ist das ausreichend. Vor allen Dingen, die haben doch einen schönen Abstand zueinander und somit kriegen wir dann auch wirklich dann zwei Töpfe drauf. Mhm. Oft ist das ja nicht so, man hat dann teilweise sogar drei Kochfelder, aber die sind so eng beieinander, dass man sie eigentlich nicht nutzen kann. Ja. Das finde ich eigentlich hier recht schön gelöst. Ja, und dann haben wir hier eine Ablagefläche, die auch das Waschbecken verschließt. Und ja, darunter ein schönes Waschbecken. Und hier haben wir noch eine 230 Volt Buchse. Und apropos Ablage, da geht es noch weiter. Und zwar haben wir hier eine schöne zusätzliche Erweiterung nochmal, die wir eben rausziehen und auch arretieren können. Die sitzt auch richtig stabil. Somit hat man eigentlich schon für so eine relativ kleine Küchenzeile wirklich toll Ablagen. Und das Ganze, wenn ich nicht brauche, einfach hier entriegeln. Und dann klappe ich es wieder ein. Super. Unten drunter sehen wir noch, haben wir ja, glaube ich, schon einmal gezeigt, die elektrische Stufe. Hier ist der Schalter dafür. Und hier haben wir auch den Hauptlichtschalter. Wenn man nämlich draußen steht, jetzt erscheint er ein bisschen niedrig, aber wenn man draußen steht, ist er eigentlich exakt auf der richtigen Höhe, sodass man, wenn man reingeht, erstmal das Licht anmachen kann. Gegenüber der Schubladen, die hier in der Küche integriert sind, haben wir noch ein weiteres Staufach unter den Sitzen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Nasszelle an. Die ist hier schön versteckt. Und die Türen kann man hier auf jeden Fall auch arretieren. Dann haben wir natürlich, sehr wichtig, ein kleines Fenster. Und ja, eine Tretfort-Toilette, die auch schwenkbar ist. Und wir haben im Boden in der Dusche eingelassen zwei Abflüsse, dass das Wasser auch mal abfließen kann, wenn man jetzt nicht perfekt level steht. Genau, und hier haben wir natürlich eine Serviceklappe, aber auch die Möglichkeit, das Toilettenpapier einfach hier reinzulegen. Und dann ist das sehr schlicht, dann kann man das einfach hier vorne greifen. Ja, das Waschbecken und hier haben wir auch gleichzeitig die Dusche. Und zwar ist der Wasserhahn hier ausziehbar. Ja, und dann duscht man hier. Für mich ist hier noch Platz nach oben. Hier ist genug Stehhöhe. Und dann haben wir noch einen Duschvorhang, den wir halt hier rundum aufziehen können. Genau. Und dann haben wir hier noch einen Lichtschalter und einen schönen Spiegel. Und das ist auch ein Spiegelschrank. Da haben wir auch nochmal gut Platz für alle möglichen Kosmetikartikel. Ja, dann kommen wir doch schon zur gegenüberliegenden Seite. Da geht es dann mit einem Kleiderschrank los. Und so haben wir hier auch eine Kleiderstange. Und unten nochmal ein Servicefach. Neben der Küche haben wir den Dometic-Kühlschrank. Der hat ja eine Entriegelung. Genau, so geht das. Und der hat auf jeden Fall 80 Liter Fassungsvermögen und noch ein kleines 5 Liter Gefrierfach hier oben drin. Und das ist ein Absorberkühlschrank, das haben wir außen schon gesehen. Hier hinten beim Bett gibt es eine kleine Stufe, die einfach mit einem Holzblock hier realisiert ist. Und dann kommt man hier auch auf jeden Fall gut rein. Und hier haben wir einiges an Staumöglichkeiten. Hier gleich mal zwei Fächer zur Seite, dann natürlich ein schönes Fenster. Und ja, hier genug Stauraum. Und dann haben wir hier unten, da das ja, das, wie schon erwähnt, das Elektropaket ist, wieder diese Leisten, an der man dann Accessoires anbringen kann. Und hier hinten haben wir zweimal USB und einmal 230 Volt. Genau. Auf beiden Seiten kleine Fenster, die natürlich verdunkelbar sind, genauso wie oben. Und ja, hier der Lichtschalter und weiteren Stauraum. Das Bett hat die Maße 1,96 auf 1,40 auf dieser Seite hier und 1,30 eben auf dieser Seite. Und dann, ja, sollte man einfach hier oben im Kopf schlafen, dann hat man ein bisschen mehr Platz hier oben. Unter den Matratzen haben wir hier noch weiteren Stauraum. Da kommt man einmal über die Klappe hier heran. Da ist einiges an Platz. Und dann, wenn man hier den Lattenrost mal noch zur Seite legt, dann hat man hier eine weitere Klappe. Da sind auch nochmal zwei Fächer drin. Und hier ist eine weitere Serviceklappe für den Tank.
Zusätzlich haben wir hier nochmal ein schönes Staufach. Zwar ein bisschen weniger tief, aber doch von der Fläche sehr, sehr ordentlich. Und nebendran eine zweite Klappe, weil wenn einmal ein Licht kaputt ist, dann kommen wir hier eben an die Scheinwerfer ran, können eine Glühbirne austauschen. So, das war der Globe Scout Elegance von Globecar. Gibt es zu der Marke noch was zu sagen? Ja klar, es ist natürlich vielleicht nicht jedermann bekannt, aber ich sag mal, in dem Segment, die Marke Pössl kennt sicher jeder. Und die Marke Globecar gehört zur Pössl Group natürlich dazu. Die Fahrzeuge kommen sogar aus der gleichen Fertigung und sind auch sehr, sehr viele Ähnlichkeiten mit dabei. Und speziell zu dem Fahrzeug nochmal, das ist natürlich ein Aussteller, aber wir haben noch einen in dieser schicken Farbe auf Lager, weil die gibt es nämlich nicht mehr. Die ist jetzt raus aus dem Programm. Und da, wenn ihr Interesse habt, gerne einfach melden bei uns. Basis geht los bei dem Fahrzeug bei knapp 50.000 Euro. Unser Aussteller müssen wir aber schon gute 60 rechnen, aber man hat ja auch gesehen, da ist ja wirklich einiges dabei. Und das ist noch nicht die Spitze, also wir können da noch viel mehr realisieren. Wenn ihr Interesse habt, schaut einfach vorbei. Jo, das war's von uns. Vielen Dank, Thomas. Sehr gerne, danke, dass ich dabei sein durfte. Wir waren hier bei Caravan Zellerer. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn wir irgendwas noch ausgelassen haben, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und wir freuen uns über ein Abonnement und einen Like. Und auch wenn ihr die Glocke klickt, dann verpasst ihr keine zukünftigen Videos. Und dann schon mal vielen Dank auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, danke euch. Servus. Pfiat euch.